Peggy 18. Hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Borderlands 2. Und wir sind hier stehen geblieben. Ich habe mich geduckt. Und wir sind im fünften Part angelangt. Genau. Und jetzt sehen wir dann noch eine Szene, wo passiert hier. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Bludgers könnt in eurem Loch bleiben. Ich seh dich! Super. Warum lauft ihr Jungs nicht zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaube, wir drehen um und verziehen uns in unser... Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catch a Ride. Ja, und hier haben wir noch ein paar Bullimons. Interessant, dass ich sogar die Namen kenne von diesen Gegnern. Oh, ich sollte ein bisschen besser mit Handgranaten umgehen. Genau. Und für die es immer noch nicht verstanden haben, wieso denn noch keine Online-Parts, Multiplayer-Parts kommen. Ja, ich nehme hier einfach alles mal ein Stück auf. Also alle Folgen, die ihr sehen werdet, wir sind ja bei Teil 5, die sind nacheinander aufgenommen worden. Und ich habe noch keine Ahnung, was für Kommentare ihr hineingeschrieben habt. Bin... dieses Video hier aufnehme. Also, wenn ihr das hier seht, habt ihr vielleicht schon viele Leute im ersten Part einige Kommentare geschrieben, wie man zusammen spielen könnte. Oder dass ihr Zeit habt und dann... Ja. Bei mir ist es einfach Samstag, sonntags habe ich Zeit. Multiplayer. Dann werde ich Zeit haben. Momentan jedenfalls. Kann sich auch ändern, dann werde ich das mal sagen. Für die meisten ist sicher Samstag und Sonntag gut. Ja. Und ich habe gesagt, eben wenn ihr mit YouTube anfangen möchtet, Let's Playen, oder wenn ihr das schon länger macht, oder wenn ihr mal wieder dazu habt, irgendwie Let's Playen und ihr Borderlands habt oder gekauft habt oder kaufen möchtet und findet, ja, alleine möchte ich das nicht spielen, lieber zu zweit oder Freude hättet daran, dann können wir das gerne zusammenspielen. Und das, wo ich vorhin aufgenommen habe, dieses, was ist es, möchte ich sagen, lila, so irgend rosarot oder Violett oder was war's? Ja, egal. Das ist Iridium. Steht hier auch. Da. E1. Iridium. Das ist eine Art Spezialwährung. Na, das sind Steine. Nein. So, wir müssen hier hin und. Dieser Automat wird digital ein Fahrzeug für dich generieren. Probier's aus. Er hat's grad geleckt. Das kam aber vom Spiel her. Ups. Sorry, verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Ja, ja. Tut mir leid, dass ich das vorüber sprungen habe, schon fast. Oder gibt's eine bessere Handgranate? Ja, gut, die wäre noch besser gewesen. Was? Oder? Gut, wir müssen auch. Ja, die waren besser. Wir müssen auch ab und zu so Sonderangebote kaufen und können da so, sag man. Behere mich bald wieder, lass es nicht zu sehr krachen. Takes freischalten und so. Genau.
Nehmen wir das. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Schon wegen Schild. Ladeverzögerung. Das ist niedriger. Das wäre zwar schwächer, das Schild, aber sonst besser. Ich weiß nicht. Ich kaufe. Du bist doch ein Organspender, oder? Ich hoffe mehr Gesundheit. So, wir müssen da etwas finden, dass wir hier dieses Ding überbrücken können. Ach super, da war jemand, der sich selbst in die Luft springt. Was machst du hier in der Wand hinten drin? Na toll. Ich werde sterben. Wollte ich schon sagen. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln, aber ich habe irgendwie die falsche Taste hin, glaub, gedrückt. Naja. Wir werden in diesem Spiel noch 1000 Mal sterben. Ihr könnt es ja von mir aus zählen, wenn ihr möchtet. Wird euch zwar nicht viel bringen, aber wenn ihr nichts anderes zu tun habt, dann könnt ihr das gönnen. Denke ich nicht. So, so. Ja, du mir auch. Ja, du wirklich, also. Ja, das ist so. Ich habe auch noch manches zu tun und es ist noch nicht vorbei. Meine lieben Abonnenten, Leute. Ja. Momentan, wo ich das Video aufnehme, habe ich gerade mal 11 Abonnenten. Hier schon von Abonnenten haben. Aber es ist ja egal. Dann besorge ich dir ein Gratisfahrzeug. Tut mir leid, wenn ich hier ab und zu Dinge überspringe. Oh ja, die Waffe ist eigentlich noch gut. Oder? Mal kurz. Ah, das ist einer mit Einzelschuss. Man muss sogar mehrmals drücken, dass er schießt. Okay. Das mag ich. Okay, gut. Aber dass ich meine Gesundheit nicht selber regenerieren kann, das finde ich schon mal noch schlecht. Nein, das finde ich immer noch schlecht. Aber wo war denn das? Ich schau mal kurz nach. Habt ihr das überhaupt irgendwo als Fähigkeit? Doch da, oder? Das ist ein Schild, schneller regenerieren und... Nein, das war das Schild. Ich glaube, er hat sowas gar nicht. Dann müssten wir irgend so ein Schild oder irgend sowas finden. Ich glaube, ein Schild war es, wo man dann Selbstregeneration... Ah, nein, diese, wie hießen sie nochmal? Da, wo jetzt leer ist. Und zwar dort müssen wir sowas finden, dass wir uns selber etwas heilen können. Aber bis wir sowas bekommen, könnte es schon ein paar
20 oder so sein, ja. Ich weiß auch nicht, wie viele ich heute aufnehmen werde. Dem her, ja. Gut, dann schließen wir dieses Ding hier an. Und, ja. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Es ist ein guter Tag voller Möglichkeiten. Warte kurz, ich hacke das Catch a Ride. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Ja, ja. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Wundervoll. Empfiehlst deinen Freunden, ja. Munition. Ich bin hier einfach ein Fahrzeug spawnen. Wir haben hier die Auswahl zwischen Raketen oder Maschinengewehr und hier haben wir die Farben. Egal. Da können wir das Fahrzeug spawnen lassen und uns gerade direkt ins Auto killen. Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht. Ah ja. So, und fahren tut man mit eigentlich nach vorne drücken. Und ja, Batterie werden nochmal Gas geben. Ich finde ehrlich gesagt die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig. Ah, das war doch. Das war die Hupe. Weiß nicht mehr. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Im Prinzip fahren wir immer dorthin, wo wir auch hinschauen. Also so ungefähr. Und wir haben unendlich Munition, das ist das Schöne an diesen Fahrzeugen. Tut mir leid, dass es hier ein bisschen zu laut ist und ihr habt gerade gesehen, es gibt ab und zu mal solche Fehler mit Lücken oder so. Oh, Iridium. Das hier ist Iridium. Damit kannst du Upgrade auf dem Schwarzmarkt kaufen. Genau. Für das ist das Iridium eigentlich auch gedacht. Und desto mehr wir bekommen, desto besser. Ja, manche Dinge wie Munition und so, das nimmt er automatisch auf, wenn man darüber fährt mit dem Auto. Andere Dinge wie Waffen, die nimmt er nicht automatisch ab. Oder Iridium halt. Und gewisse Herausforderungen, Badass-Herausforderungen für mir freischalten, wenn wir diese überfahren. So, hier zum Beispiel gibt es eine Waffe. Ist zwar schlecht, aber ich nehme sie trotzdem mit. Aber ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie man... Das ist Bremsen. Ich kurz unter Steuerung schnell nachschauen. Optionen. Ja, aber das stimmt doch gar nicht. Die Taste habe ich schon gedrückt, oder muss man fahren, um... Okay. Wechseln mit X. Ah, okay. So. So ging das. Man muss wirklich fahren, sonst geht das nicht. Lustig.
Und zwar muss man die Taste hier drücken. So, wie es auswendig boostet. Es gibt so solche komischen Kaktusse in diesem Land. Ah ja. Man sieht auch die Schneeflocken ein bisschen. Er ist ja hier am Schneien. Ja, und jeder, der Borderlands mal gespielt hat, der weiß, dass keiner von denen Auto fahren kann. Lass uns rein, du Idiot! Wir killen euch alle miteinander! Komm her! Bück dich! Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker! Oh, Moment! Ein Kammerjäger? Augenblick! Roland wird mit dir reden! Ich werde ihm per Echo rufen! Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Gut. Jack zu besiegen. Die Gegner nerven nur. Hier spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. So, wo sind die Bullimons? Oder diese Gegner hier? Ah, das Echo liegt schon da. Okay. Ich habe den Platzschuss den Energiekern abgejagt und die Brücke gesprengt. Aber ich bin getroffen. Ich esse hinter Mellowfields ab. Ah! Reese steckt in Schwierigkeiten. Mist, wir sind. Was ist mit seinem Auto passiert? Finde ihn, Soldat. Ja, ja. Bisschen nach vorne fahren und alles gut. Und wie gesagt, niemand kann hier wirklich Auto fahren, Borderlands. Kreis. Ja, ein paar Gegner kommen hier noch hinterher, aber die interessieren mich jetzt da persönlich gerade nicht. Ich werde hier ein bisschen rennen. Und zwar müssen wir hier nach hinten. Ach, wir haben noch ein bisschen. Wir haben die Gegner noch hier hingelockt. Ein billiger Schild. So, wir müssen mit ihm reden hier. Wenn dann diese Fliegen nicht wären. Nee, diese du. Saurier, sag ich mal.
Und? Er hat seine Freunde mitgebracht. Wie schön. Billige Waffe. So, ich wollte mit ihm reden. Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf Pandora bin. Reese ist tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebetswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Und zwar sehen wir hier das auf der Karte. Genau. Wie sieht's eigentlich mit Tickers aus? Also wer das Tickers? Naja. Nicht. Wie ging das nochmal? Ich glaube, ich war vorhin schon am richtigen Ort. Musste nur noch nach unten gehen dort. Das nenne ich geparkt. Ja, und zwar da unten. Da geht's nämlich noch weiter. Und wer diese Kaktusse kennt, schießt niemals darauf. Außer da ist ein Gegner in der Nähe. So, ja. Ups. Wollte das sein. Sehen noch keine Gegner. Na jetzt. Das war so was von klar.
Ja, ich soll so viele umbringen, dass ich 20 Millionen da habe. Und wenn man es falsch macht, könnte es schon passieren, dass man hier nie 20 kriegt, sondern noch irgendwie anderen Maps andere umbringen muss. Komm, geht doch zum Säurefass. Naja. Na, ah, schon 26 Minuten. Ach, ich würde sterben. Okay. Dann würde ich... Ja, super, ich bin da sehr weit weg. Also ich würde sagen, hier an der Stelle vielen Dank oder vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands 2. Tschüss!